Die Überschrift über die Predigt heißt Fußball, Hauptsache oder schönste Nebensache, in Klammern die vier geistlichen Dimensionen des Fußballs. Und ich lese uns dazu einen sportlichen Text aus 1. Korinther 9, die Verse 24 bis 27. Ein Text könnt ihr auch hier hinter mir mitlesen nach der Neues Leben Übersetzung. 1. Korinther 9, ab Vers 24. Da schreibt Paulus: Denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Disziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. Eines Tages möchte im Religionsunterricht der lehrende Pastor die Schüler überprüfen, wie viel sie sich über die Bibelgeschichten gemerkt haben, die sie im Religionsunterricht durchgenommen haben. Und da fragt der Pastor die Schüler: Nennt mir doch mal bitte drei bekannte Persönlichkeiten mit dem Anfangsbuchstaben M. Der kleine Kevin ganz vorne, der meldet sich sofort: Messi, Müller und Mats Hummels. Der Pastor schüttelt enttäuscht den Kopf. Ja, aber er wollte ja eher die Bibelperson hören und fragt: Was hältst du denn zum Beispiel von Mose, Malachi, Markus oder Maria? Der kleine Kevin zuckt ratlos die Achseln: Keine Ahnung, aber für Spieler der Regionalliga interessiere ich mich nicht. Ja, so kann es gehen, wenn man den ganzen Tag an Fußball denkt. Oder wie in der folgenden Geschichte: Es ist eine fiktive Begebenheit im Himmel. Da kommt der Teufel eines Tages zu Besuch bei Petrus und fragt ihn, ob man denn nicht mal ein Fußballspiel machen könnte. Himmel gegen Hölle. Und der Petrus hat dafür nur ein Lächeln übrig und fragt: Herr, glaubt ihr denn, dass ihr auch nur die geringste Chance habt? Sämtliche guten Fußballer sind doch im Himmel. Also Pelé, Beckenbauer, Beckham, Dino Soff, Sepp Maier, Müller, Maradona. Da lächelt der Teufel zurück und sagt: Macht nichts, aber wir haben alle Schiedsrichter. Da muss man die Fußballregeln kennen, um darüber zu lachen. Das war ja nur eine fiktive Geschichte. Und um Missverständnisse zu vermeiden: Fußball hat viel mit Glauben zu tun, an den eigenen Sieg. Aber es ist ein Irrtum, dass die Klasse eines Fußballspielers über seinen Aufenthalt im Himmel entscheiden würde. Den Aufenthalt im Himmel, über den entscheidet nur der persönliche Glaube an unseren Retter Jesus Christus. Und es ist ein Irrtum, dass es im Himmel keine Schiedsrichter gibt. Und es ist auch so, dass manche Christen sich ja wünschen, dass wir im Himmel mal Fußball spielen werden. Aber darüber sagt die Bibel leider nichts. Das Predigtthema heute lautet: Fußball, Hauptsache oder schönste Nebensache, die vier geistlichen Dimensionen des Fußballs. Allerdings muss ich dazu noch als Vorbemerkung sagen, als ich im Rahmen unseres Predigtplans dieses Thema formuliert habe, bin ich noch, wie die meisten von uns, davon ausgegangen, dass unsere deutsche Nationalelf heute beim Kampf um den WM-Titel noch mitspielt. Aber diese Hoffnung mussten wir ja bekanntlich leider nach der Vorrunde begraben. Der Weltmeister ist ausgeschieden, der Vize-Weltmeister ist gestern ausgeschieden und der Europameister ist auch gestern ausgeschieden. Vielleicht wäre eine andere Überschrift passender gewesen: Was wir aus unerwarteten Niederlagen lernen können oder so ähnlich. Aber es gibt ja für die Brasilien und Kolumbien und Mexiko-Fans unter uns und vielleicht noch andere Länder, ich weiß es nicht genau, da gibt es ja noch Hoffnung und wir drücken euch die Daumen und wir fiebern dann jetzt mit euch mit. Und für alle anderen Fußballbegeisterten hilft dir ein Blick in die nahe Zukunft. Leute, in genau 54 Tagen, am 24. August, geht die nächste Bundesliga-Saison wieder los mit dem VfL Wolfsburg in der ersten Liga im Auftaktspiel gegen Schalke in der 56. Bundesliga-Saison. Und das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft 2020 findet am 12. Juni 2020 im Stadio Olimpico in Rom statt.
Und falls die Wiederkunft Christi nicht schon vorher geschehen ist, winkt für unsere Nationalmannschaft schon die nächste Fußball-WM in Katar im November, Dezember 2022 mit neuer Titelchance, neues Spiel, neues Glück und dann vielleicht sind auch Italien und Holland wieder dabei. Auf jeden Fall, das Fußballfieber hängt in diesen Wochen in der Luft. Nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt befindet sich im Bann des Fußballs. Auch viele, die sonst mit dieser Sportart nur wenig zu tun haben, blicken nach Russland. Das beherrschende Thema in den Medien ist nicht nur die Asylpolitik und die Flüchtlingsproblematik, nicht nur der Krieg in Syrien, nicht mehr der Dieselskandal, Donald Trump und Nordkorea, sondern die Fußball-Weltmeisterschaft. Es ist so, als ob König Fußball sozusagen die Stimmung, die Atmosphäre, die Gedanken der Leute regiert. Und fast die ganze Welt versammelt sich vor unzähligen Bildschirmen in kleinen und großen Gruppen und fragt sich, wer holt den Titel jetzt, wo die Deutschen raus sind. Der Aufwand in Bezug auf die WM ist ja enorm, nicht nur bei den Veranstaltern in Russland. Sie haben viel geleistet, um dieses Ereignis organisatorisch zu stemmen. Und auch die Sportler haben sich mit viel Mühe und einigen Entbehrungen auf dieses Ereignis vorbereitet. Sie wollen ja das Spiel ihres Lebens machen. Und mancher Traum ist ja, wie wir gesehen haben, schon dabei bei einigen zerplatzt. Die Sportler quälten sich im Training, sie verzichteten auf vieles, sie fokussierten ihre gesamte Aufmerksamkeit auf das Training, auf die Vorbereitung zur WM, nur um vielleicht am 15. Juli im Stadion in Moskau den Pokal in den Himmel zu halten. Diesen Siegespreis dieser gigantischen Sportveranstaltung. Jetzt noch eine Vorbemerkung, bevor es weitergeht mit der Auslegung. Jetzt bewegt ja einige Christen die wichtige Frage, was sagt oder was hätte eigentlich die Bibel gesagt zu so einer gigantischen Fußballveranstaltung? Was hätte zum Beispiel ein Paulus gesagt zu dieser Weltmeisterschaft? Hätte er diesen ganzen Rummel um die Mannschaften, das ganze Geld, was da fließt, angeprangert und verurteilt? Hätte er darauf hingewiesen, dass das ja genug deutliche Zeichen für den Abfall der Menschheit seien? Ich denke nicht. Ich glaube, Paulus hätte anders reagiert. Paulus hätte vielmehr diese Spiele zum Anlass genommen, um den Christen daran etwas zu verdeutlichen, um sie als Bild zu gebrauchen, dass wir uns ein Beispiel vielleicht an den Mannschaften nehmen, die sich in ihren Stärken und Schwächen gegenseitig ausgleichen, dass man nur siegen kann im Miteinander und kein Solo-Fußballer alleine den Pokal gewinnen kann. Es wird gemeinsam gewonnen, man verliert auch gemeinsam, man muss miteinander am gleichen Strang ziehen und man kann untereinander in der Mannschaft keine Rivalitäten dulden, sonst verliert man. Vielleicht fragst du dich, warum, Pastor, weißt du denn überhaupt, was Paulus dazu gesagt hätte? Wie hätte Paulus auf diese Spiele reagiert? Das kann ich erahnen, weil Paulus in seiner Zeit selbst auf große Sportereignisse Bezug genommen hat. In der griechischen Hafenstadt Korinth, wo auch eine große christliche Gemeinde bestand, gab es alle 3 Jahre die sogenannten Isthmischen-Spiele, so eine Art olympische Spiele für die Region. Und wie es bei den Griechen in der Antike üblich war, wurden die Spiele einem der damaligen Götter geweiht. Und die Athleten kämpften auch nackt. Steht zum Beispiel in einem apokryphischen Buch, im 1. Makkabäerbuch, dass es sogar in Jerusalem zu einer Zeit eine Sportanlage gab und die Athleten dort nackt gekämpft haben. Nicht, dass man das jetzt unbedingt als Vorbild nimmt, aber Paulus hätte auf jeden Fall genügend Gründe gehabt, solche Ereignisse zu kritisieren und zu sagen, das ist einem Gott geweiht und da geht es unmoralisch zu, macht er nicht mit. Er hätte die Götterverehrung anprangern können, aber das macht er hier gerade nicht. Im Gegenteil, er nimmt die Athleten als ein Vorbild für unser Leben als Christen. Ich lese noch einmal den Text 1. Korinther 9, Abvers 24. Denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Und da bezieht er sich auf diese Großveranstaltung, die es damals gab im Sport. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Und jetzt nimmt er die Athleten als Vorbild. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Pokal, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. So halte ich es mir stets als Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Hier nimmt er eine andere Sportart, das Boxen, kommen wir auch gleich noch drauf. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, aber
mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. Also Paulus erinnert in seinem Brief an die Korinther an ein sportliches Großereignis seiner Zeit, an dem er bei seinem Aufenthalt in Korinth vielleicht sogar selbst mal als Zuschauer teilgenommen hat, weil er so genau weiß, wie das dort abläuft. Den Gewinnern der isthmischen Spiele winkte ein Preis, ein Siegeskranz, ein Lorbeerkranz, so wie heute der Weltmeisterpokal und eine größere Geldsumme als Belohnung. Und Paulus verwendet hier zwei sportliche Disziplinen. Einmal ist es das Laufen und das andere ist das Boxen. Und beides kommt auch im Fußball vor. Also Laufen sowieso, die müssen dem Ball hinterherlaufen oder dem Gegner hinterherlaufen, die Spieler. Und manchmal boxt der Torwart den Ball weg oder er boxt oder die boxen auch seinen Mitspieler oder seinen Gegenspieler, was dann natürlich als Foulspiel gewertet wird. Es geht also vom Fußball ein Reiz aus, der schwer zu erklären ist. Was fasziniert uns so sehr am Fußball? Ich möchte einmal vier geistliche Dimensionen des Fußballs nennen. Geistlich deshalb, weil sie Parallelen zum christlichen Glauben haben. Was hat der Glaube und der Fußball gemeinsam? Vier Dinge habe ich rausgesucht. Erstes, Fußball schafft Glauben. Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch sich nach etwas sehnt, ganz tief in seinem Herzen, was größer ist als er, was über ihn hinausgeht. An das er glauben kann, für das er leben kann und das seinem Alltag einen Sinn gibt. Und so ein normaler Fußballfan, der hat seine Wahl getroffen. Und wer Fan eines Clubs ist, von Eintracht Braunschweig oder VfL Wolfsburg, der weiß, wovon ich spreche. Ob Schnee fällt oder die Sonne heiß brennt, ob Sieg oder Niederlage, ein richtiger Fan, der wird immer da sein. Fußball gibt für ihn einen Sinn. Folgende lustige Begebenheit, da ist es manchmal wie mit dem Mann, der bei einem Pokalspiel, zum Beispiel VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund, in der VW Arena sitzt. Es ist ausverkauft, aber ein Sitzplatz auf der Tribüne ist noch frei. Und der Besitzer der Karte erlaubt einem Zuschauer, der nur einen Stehplatz ergattern konnte, er darf für sich auf den Platz setzen. Und da erklärt er ihm, wissen Sie, die Karte, die hatte ich eigentlich für meine Frau gekauft, aber die ist vor 3 Tagen plötzlich gestorben und jetzt ist der Platz frei. Und dann fragt ihn der andere Fan, ja, aber hätten Sie die Karte denn nicht an Freunde oder Verwandte verkaufen können oder verschenken können? Da sagt der Mann, das ging leider nicht, die sind doch alle gerade auf der Beerdigung. Also manche setzen für ihren Fußballverein die falschen Prioritäten. Sie setzen alles dafür ein und richten ihr Leben in weiten Teilen daran aus. Aber im tiefen Inneren wissen die meisten, einen wirklich tieferen Sinn für mein Leben kann mir der Fußball eigentlich nicht geben, letztlich. Weil Abstieg, Misserfolge, sportliche Niederlagen und Verluste sind viel zu wahrscheinlich, dass ich mich wirklich darauf verlassen kann. Wie alle, die sich auf das Nationalteam der deutschen Mannschaft verlassen haben, die sind natürlich enttäuscht, weil es eben im Fußball nicht so verlässlich ist. Und Jesus hat gesagt, Leute, ich bringe euch das Leben. Ich gebe euch das Leben im Überfluss. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben, ich werde euch Sinn und ein Fundament für euer Leben geben. Jetzt die Frage an uns heute Morgen. Darf ich dich mal fragen, wie sieht das in deinem Leben aus? Hast du einen Glauben, für den es sich zu leben wirklich lohnt, der deinem Alltag einen Sinn gibt? Einer unserer früheren Bundestrainer im Fußball, Rudi Völler, der hat mal in einem Buch Folgendes geschrieben, das Zitat seht ihr jetzt hier. Eine entscheidende Begegnung wird schnell zum Schicksalsspiel. Ein neuer Trainer wird zum Retter ausgerufen und mancher Spieler sogar zum begnadeten Fußballgott erkoren. Jedoch bei anhaltendem Misserfolg gnadenlos ausgepfiffen. So wie wir das jetzt in diesen Tagen auch erlebt haben. Hast du einen Glauben, der auch in deinem Alltag noch durchträgt und hält? Der nach einer Niederlage im Leben in Krankheit und Verlusten und Schwierigkeiten noch Halt gibt? Kennst du nur den Fußball oder irgendein anderes Hobby, was dir so viel Freude macht, um das sich dein Leben dreht? Oder kennst du auch Jesus, der wirklich deinem Leben Sinn und Halt geben kann? Das heißt hier in dem Bibeltext in Vers 24, da schreibt Paulus, denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt, lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Hier steht, dass, wenn Paulus das so an die Korinther schreibt, dass alle, an die er schreibt, die laufen, die sind also Teil des Rennens, die sind dabei.
Und ich kenne einige Leute, die sind totale Sportfans. Die wissen die Ergebnisse von den Fußballbegegnungen der Weltmeisterschaft oder der Bundesliga, die wissen die alle auswendig. Und wenn der VfL gespielt hat, dann können sie dir bis ins Detail den Verlauf jedes Spielzugs wiedergeben. Und wenn man die so reden hört, dann könnte man denken, die gehen zweimal in der Woche ins Training, die sind jedes Wochenende am Fußballspielen. Aber die Wirklichkeit sieht bei diesen Sportfans, bei vielen dieser Sportfans oft ganz anders aus. Sie sitzen mit einer Flasche Bier gemütlich in der Sofaecke und sehen sich im Fernseher jedes Spiel an und sie beurteilen von ihrer Sofaecke aus die sportlichen Dummheiten der Spieler und anderer Leute mit treffsicheren Kommentaren, ohne auch nur in die Nähe eines Spielfeldrasens gekommen zu sein. Und wie jetzt bei der WM hat sich das ja wieder gezeigt, in unserem Land haben wir 80 Millionen Bundestrainer, die alle genau wissen, was man hätte richtig machen sollen. Nun gibt es ja sowas nicht nur beim Sport, sondern auch beim Christentum. Es gibt so eine Art Sofa-Christentum. Dazu gehören Leute, die sich in Glaubensfragen ganz genau auskennen wie Insider. Die haben es zwar nicht nötig, an jedem Sonntag im Gottesdienst zu erscheinen und persönlich dabei zu sein, und sie sind bis jetzt auch noch nicht in den Start eines neuen Lebens mit Jesus gegangen. Ihr Leben mit Jesus wurde noch nicht mal angepfiffen. Auf dem Spielfeld der christlichen Lebenspraxis lassen sie sich bis jetzt noch nicht blicken. Sie beurteilen und kritisieren alles aus der Zuschauerhaltung heraus. Sie sitzen im Stadion auf den Zuschauerrängen und beobachten und beurteilen aus sicherer Distanz heraus alles, was da unten so passiert. Aber selber sind sie überhaupt nicht Teil des Ganzen. Bei der Gemeinde, bei den Christen in der Stadt Korinth, war das damals nicht so. Die, welche in der Gemeinde von Korinth dabei waren, die waren ganz dabei. Der Anpfiff, der Startschuss eines Lebens mit Jesus, der lag schon hinter ihnen. Paulus schreibt, sie laufen alle, jeder von euch ist schon dabei, ist schon Teil des Rennens. Und das war wirklich ein großes Wunder, dass so etwas in der Umgebung dieser gottlosen und moralisch heruntergekommenen Hafenstadt möglich war. Und Paulus schreibt im ersten Kapitel, Leute, ich kann überhaupt nicht aufhören zu danken, was in eurem Leben geschehen ist durch Jesus, dass ihr Gottes Gnade erlebt habt und dass ihr dabei seid im Rennen, im Spiel, im Glauben mit Jesus. Und damit beginnt das neue Leben mit Jesus, dass einer aus der Zuschauerhaltung heraustritt, dass er an den Start geht und sich dafür entscheidet, mit Jesus und mit seinem Team zu laufen und sich von Jesus für sein Team aufstellen lässt und sich Jesus anbietet. Und das ist auch eine Frage an uns heute Morgen. Warum zögern manche von uns immer noch, einen klaren und entschiedenen Anfang mit Jesus zu machen? Warum zögerst du, dich ganz auf Jesus einzulassen? Wenn du es noch nicht bist, dann sei dabei, lass dich in das Team von Jesus rufen. Das ist das erste, Fußball schafft Glauben. Das zweite, die zweite geistliche Dimension des Fußballs, Fußball schafft auch Gemeinschaft. Und hier möchte ich mal das Bild eines einzelnen Läufers übertragen auf so einen Staffellauf, 4x100 Meter oder 4x400 Meter oder eben eines Fußballteams. Paulus schreibt hier in Vers 24, 25, denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer, oder man könnte jetzt auch sagen, nur ein Team gewinnt den Siegespreis am 15. Juli in Moskau. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. Jemand sagte einmal, das Fußballstadion ist der beliebteste Versammlungsplatz unserer Zivilisation. Zu jedem Bundesligaspiel in Deutschland kommen durchschnittlich 30.000 Menschen. Es ist der letzte Ort, sagt man, der alle Klassen versammelt. Von der Kanzlerin bis zum Arbeiter, vom Chef bis zum Angestellten, der Fußball eint sie alle. Nirgendwo sonst im emotionsunterkühlten Deutschland kann man Menschen derart jubeln, lachen, weinen, singen und gestikulieren sehen wie in deutschen Stadien oder jetzt bei der WM in Russland. Und weil das Team von Jogi Löw ja schon ausgeschieden ist leider, werden möglicherweise die Krankmeldungen in den Betrieben nicht so rapide hochgehen wie bei den vorherigen Weltmeisterschaften. Die Arbeitgeber in Deutschland, sage ich euch, die freuen sich still und heimlich, dass Deutschland ausgeschieden ist. Die brauchen den Leuten nicht früher freigeben wegen irgendwelcher Spiele, sondern es wird schön weitergearbeitet. Fußball schafft auf jeden Fall Gemeinschaft. Das Fußballspiel selber ist ein Mannschaftsspiel. Je besser einer ist, desto mehr wird er sich in den Dienst seiner Mannschaft stellen. Seine besonderen Fähigkeiten kommen dann zum Tragen, wenn er mannschaftsdienlich spielt. Der beste Verteidiger ist nichts ohne einen Mittelfeldspieler oder ohne seine Stürmer.
Und der beste Stürmer kommt allein nicht zum Zug, er muss in Szene gesetzt werden. Und auch im christlichen Glauben spielt die Gemeinschaft der Glaubenden eine große Rolle. Jesus hat das immer wieder gesagt, dass die Gemeinschaft der Christen untereinander in einer Gemeinde, dass das zum fundamentalen Merkmal des Christseins dazugehört. Es gibt ja zunehmend mehr Menschen, die meinen, ein christliches Solistendasein leben zu können. Die meinen, es ist möglich, seinen Glauben alleine zu leben und für sich zu leben. Man hat andere nicht nötig. Ich bin auch Christ. Und ich brauche keine Gemeinde, ich brauche keine anderen Christen. Stellt euch mal einen Fußballspieler vor, der mit dieser Einstellung auf dem Spielfeld unterwegs ist. Und das geht schief. Und so geht das auch schief im christlichen Leben. Wer auf dem Spielfeld des Glaubens allein unterwegs ist, dem geht irgendwann die Puste aus. Jesus hat keine christlichen Einzelkämpfer in diese Welt gerufen, sondern eine Gemeinde. Jesus will, dass Gemeinde lernt, miteinander unterwegs zu sein. Das können wir und können Christen vom Fußballspiel lernen. Nicht die Solistenrolle, sondern die Rolle des Mannschaftsspielers ist die, die mich als Christ herausfordert. Und darf ich dich jetzt auch wieder fragen, wie sieht das in deinem Leben aus? Bist du schon Teil der Mannschaft von Jesus? Bist du schon Teil einer Gemeinde oder bist du Teil dieser Gemeinde, wenn du heute Morgen hier bist? Oder warst du vielleicht mal Teil einer Gemeinde und bist du schon lange nicht mehr aktiv im Team, sondern höchstens noch Zuschauer? Was hat dich dazu gebracht, dich zurückzuziehen? Dann geh zum Trainer, zu König Jesus, lass dir deinen Platz zeigen. Auch bei uns hier in der Gemeinde gibt es noch Plätze, die frei sind, um mitzumachen. Eine dritte geistliche Dimension des Fußballs: Fußball schafft Hingabe. Das heißt hier in Vers 25, jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird, wir aber tun es für einen ewigen Preis. Wenn man den Fußballspielern jetzt bei der WM so zuschaut oder zugeschaut hat, wie bei Kroos und Reus oder bei Neymar, Kevin De Bruyne, Suarez gestern mit Uruguay, die da so oft im Rasen zaubern, da denkt man, Mensch, das geht denen so von der Hand. Aber wer dahinter blickt, der weiß, wer nicht bedingungslos alles hingibt dafür, sich vollkommen diesem Geschäft verschreibt, gnadenlos trainiert, seinen Körper schindet, Disziplin übt, der wird es überhaupt nicht bis ins Profilager bringen. Und diese Hingabe bewundern die Fans. Das Publikum liebt Spieler, die leben und leiden auf dem Fußballplatz. Und auch der Glaube an Jesus Christus, der lebt von der Hingabe. Jemand hat mal gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Das gibt es eigentlich gar nicht. Und Jesus hat mal gesagt, das wichtigste Gebot, wie heißt das? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, von ganzer Seele, von deinem ganzen Gemüt. Ohne Einsatz geht es nicht. Beim Fußballspielen selber ist das so, wenn der Schiedsrichter das Spiel anpfeift, dann sind die Spieler gefordert. Dann müssen sie sich freilaufen, dann müssen sie sich anbieten, dann müssen sie sich einsetzen. Dann kann man nicht einfach still herumstehen und spazieren gehen und mich hinter meinem Gegenspieler verstecken. Ich kann nicht darauf warten und sagen, die anderen, die machen das schon, ich kann hier schön eine ruhige Kugel schieben, sondern es braucht meinen ganzen Einsatz. Das ist im Fußball Pflicht. Und ganzen Einsatz braucht es auch im Glauben. Der Glaube als die wichtigste Hauptsache der Welt, der entsteht und reift nicht dadurch, dass ich auf der Zuschauertribüne sitze und mir gemütlich bei Bibel TV alles von zu Hause angucke, aber selbst keinen Finger rühre. Da entsteht kein Glaube, der durchs Leben trägt. Einer, der einen echten und gelebten Glauben möchte, einer, der einen überzeugenden Glauben lebt, der gibt sich nicht damit zufrieden, dass er auf der Gemeindetribüne Platz nimmt. Er will von Jesus wissen, von seinem Trainer, welchen Platz soll ich einnehmen? Was für eine Position hast du für mich vorgesehen? Wo sind meine Gaben, meine Talente? Wo komme ich zur Entfaltung? Und dafür bietet die Gemeinde, der Einsatz für Gottes Reich einen großen Platz. Der Glaube an Gott ist keine Beschäftigung neben anderen. Er ist ein tragendes Fundament meines Lebens. Ohne Einsatz und Hingabe geht es nicht. Und noch eine vierte geistliche Dimension des Fußballs. Fußball fordert Training. Wir haben eben in Vers 25 gehört, jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Und in Vers 27 sagt Paulus, mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich mich selbst, damit mein Körper mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zu anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. Für einen Sportprofi, für einen Fußballer ist Training selbstverständlich. Wenn ein Verein in die neue Saison geht, dann wird in aller Regel ein Vorbereitungstrainingslager gemacht.
Da wird nicht danach gefragt, ob das jetzt den Spielern passt, ob sie lieber Lust haben, ins Kino zu gehen oder lieber ein Eis essen wollen mit der Freundin. Da wird überhaupt nicht nachgefragt, sondern da müssen die Spieler üben, sie müssen Kraft tanken, sie müssen Spielverständnis bekommen, es muss ein gutes Klima herrschen. Wenn Training angesetzt ist, muss der Spieler da sein. Ich kann nicht, gerade weil ich Lust habe, irgendetwas anderes machen. Das fordert der Fußball. Und Tausende sind dafür bereit, das zu tun. Bei Jesus ist das etwas ähnlich. Ohne solche Zeiten der Vorbereitung und des Trainings kann ich als Christ, als Nachfolger Jesu nicht leben. Wenn ich als Christ leben möchte, dann muss ich an die Quelle gehen, dann muss ich in der Beziehung, im Kontakt mit ihm sein, muss ich auf meinen Trainer hören, was er möchte, muss ich den Kontakt zu Jesus Christus suchen, muss ich ihn auch meinen Trainer sein lassen. Ich muss ihm das Recht geben, in mein Leben hineinzusprechen, mich korrigieren zu lassen oder mich aufrichten und ermutigen zu lassen. Wenn ich ihm nicht das Recht gebe, sondern sage, ich mache sowieso, was ich will, dann läuft irgendwas schief auf dem Spielfeld des Glaubens. Sonntag zum Beispiel ist die Vorbereitungszeit auf die neue Woche. Das ist das, was Christen seit den ersten Gemeinden glauben weltweit, weil ich einen Gottesdienst nötiger habe als shoppen gehen und verkaufsoffenen Sonntag beim Designer-Outlet, weil ich einen Gottesdienst nötiger habe als arbeiten, als Sport, als Geld verdienen oder irgendeinem Verein anzugehören oder einen Kegelausflug zu machen. Wir müssen diszipliniert trainieren. Es ist unglaublich, wie viel ein Sportler seinem Körper abverlangt. Aber durch diesen großen Verzicht und regelmäßiges Training kann er sich verbessern. Und Paulus schreibt, ich diszipliniere mich. Disziplin, so hat das mal jemand gesagt, ist aufgeschobene Freude. Das heißt, ich verzichte jetzt vielleicht auf eine momentane Freude, weil ich dann später umso mehr gewinne, den Pokal oder den Sieg oder was auch immer. Und so ist das auch im Glauben. Ein Sportler muss auf bestimmte Dinge verzichten, die der Gesundheit seines Körpers schaden. Er muss auch auf manches verzichten, was zeitlich jetzt nicht mehr zu schaffen ist. Und so ist das auch im Glauben. Ich muss mir nicht alle meine Wünsche erfüllen, die ich habe. Wenn ich Christ bin, dann muss ich nicht alles haben, was ich mir leisten kann. Wenn ich Christ bin, dann muss ich nicht bei jeder Gelegenheit mehr Geld verdienen und dem nachrennen. Und ich muss auch nicht bei jeder Party und Feier mitmachen, um vermeintlich Spaß zu haben. Und dafür lasse ich eben mal einen Gottesdienst und Hauskreise sausen und Bibel lesen, habe ich auch keine Zeit. Ich muss auch nicht über alles informiert sein. Ich muss nicht bei allem dabei sein. Was ich mache, muss nicht immer Anerkennung und Wertschätzung erfahren. Ich werde verzichten auf alles, was mir schadet. Das gehört auch zum Christsein dazu. Wo sind die Dinge, das ist die Frage an uns, auf die du ganz bewusst verzichten müsstest, um Jesus besser folgen zu können? Wo sind Prioritäten neu zu ordnen in deinem Leben, wo du merkst, das hindert mich eigentlich in meiner Beziehung zu Jesus? Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will verändert werden. Ich will weiterkommen. Fußball ist die Sportart, wo Tausende diesem folgen. Und im Glauben sollten wir da nicht weniger tun. Jetzt komme ich zum Schluss. Das waren vier geistliche Parallelen zwischen Fußball, dem Glauben an Jesus. Dazu gehört Glauben, Gemeinschaft, Hingabe und Training. Wir haben ja gefragt, wenn Fußball die Hauptsache ist, was ist denn dann, wenn Fußball die schönste Nebensache ist, was ist denn dann die Hauptsache? Jeder Mensch sehnt sich nach etwas, was größer ist als er, an das er glauben, für das er leben kann, das seinem Alltag einen Sinn gibt. Und für viele Fußballfans ist es der Sport geworden. Damals, in der Zeit der ersten Christen, hat Jesus ein Team um sich gesammelt. Es waren 12 Mitspieler, nicht 11. Ein gutes Team, nicht vollkommen, nicht die Besten, aber sie gaben alles auf und folgten dem Prediger aus Nazareth. Und sie erkannten mit der Zeit, dass sie das beste Geschäft ihres Lebens gemacht haben, dass sie die beste Entscheidung für ihr Leben getroffen haben, Teil des Teams von Jesus zu sein. Er schenkt ihnen Vergebung ihrer Schuld, er zeigt ihnen ein erfülltes Leben und sie lernen, in einer Gemeinschaft zu leben und gründeten die erste Gemeinde. Auch in diesem Gottesdienst sind heute Männer und Frauen, die mit Hingabe und mit Glauben und mit Leidenschaft für Jesus als ihren Trainer leben. Und andere Männer und Frauen sind gekommen, die sind noch auf der Suche nach diesem Sinn des Lebens, nach dieser Hingabe. Manche haben auch schlechte Erfahrungen mit Kirche und Religion gemacht und sind enttäuscht und sagen, ich warte erst mal ab. Vielleicht ist heute die Zeit gekommen, sich auf neue Erfahrungen einzulassen. Wenn Gott dich angesprochen hat und du merkst, es ist Zeit, mal mit anderen über meine Fragen zu reden, dann nutzt die Gelegenheit und sprich am Ende des Gottesdienstes einen der Gesprächspartnerinnen an, die nachher eingeblendet werden.
Hier bekommst du eine echte Chance, die dich weiterbringen kann. Selten können wir ja oft offen über den Glauben reden. Wir werden manchmal ausgelacht, wir werden verspottet, wir werden komisch angeguckt. Aber hier kannst du mit anderen über all diese Fragen reden, ohne Angst zu haben, ausgelacht zu werden. Da wird keiner überfahren, keiner wird gezwungen. Es kostet dich auch kein Geld. Du wirst nicht überredet. Niemand verlangt etwas von dir. Du musst nur den Mut haben zu kommen. Das Risiko ist klein, die Gewinnchancen sind sehr hoch. Und noch ein Gedanke ganz zum Schluss, die Nachspielzeit. Am 15. Juli wird ein Team Weltmeister sein. Alle anderen sind Verlierer. Wenige jubeln, viele werden trauern. Doch dieser Titel ist nur eine Momentaufnahme. Er hat eine Haltbarkeitsdauer von maximal 4 Jahren. Dann steht schon die nächste WM an. Und ich sehe den Siegespreis vor mir. In der WM hat ihn noch kein Team erreicht und im Glauben an Jesus habe ich ihn auch noch nicht erreicht. Und wir haben ihn auch noch nicht erreicht, aber wir sehen uns danach, diesen Preis mal zu bekommen, nämlich in der Ewigkeit mit Jesus dabei zu sein in seiner Nähe. Ich möchte alles dafür geben, es zu erreichen. Das ist die Hauptsache. Wir freuen uns auf die nächsten 2 Wochen bis zum 15. Juli, aber lasst mich noch diese Anmerkung machen und die Frage stellen, was bleibt dann übrig von diesem Weltmeisterpokal, derer, die ihn dann in der Hand halten? Wenn die Begeisterung verklungen ist, wenn die Siegerparty vorbei ist, wenn das Endspiel vergessen ist in einem Jahr oder in 2 oder 4, 5 Jahren, was glauben wir, wie die Fans gejubelt und gefeiert haben, als im Jahr 1930 Uruguay Weltmeister wurde? Das kann übrigens dieses Jahr vielleicht auch wieder passieren, so wie die gestern gespielt haben. Wie begeistert waren die Leute damals? Aber ich frage uns noch eine zweite Frage. Wer von euch kennt noch einen einzigen Spieler von 1930? Oder die Olympiade, die gab es ja schon vor 2500 Jahren in Griechenland. Ebenfalls diese isthmischen Spiele in Korinth. Wer kennt heute denn noch den Sieger des 400-Meter-Laufs aus dem Jahr 332 vor Christus? Damals haben die Fans gejubelt. Im Moment war er der große Mann, er war der Held. Aber was bleibt übrig? Und das ist die Frage, die Paulus hier auch stellt. Sie kämpfen um einen vergänglichen Pokal, um einen momentanen Ruhm und eine momentane Anerkennung. Aber er sagt, Christen, die kämpfen um etwas, was bleibt, was eine ganze Ewigkeit bleibt, das ewige Leben in Herrlichkeit, in unvorstellbarer Herrlichkeit und Jubel mit Jesus. Wenn Fußball die schönste Nebensache ist, dann ist das die Hauptsache, bei diesem Pokal einmal dabei zu sein, mit Jesus in der Ewigkeit. Und Jesus hat gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Jesus kennen und mit ihm leben, das ist die Hauptsache, für die es sich lohnt zu leben. Amen.